Ey, soll ich den jetzt schieben oder was? Hallo? Das ist jetzt ein Schädeltrauma. Boah, Alter. Oh, guckt den euch mal an. Boah, ich glaube, der ist von der Mafia, oder? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Ja, wunderbar. Bock auf Gemi Ufi. Wisst ihr, was ich meine? Das kannst du jetzt nicht auf gebrochenem Englisch, Deutsch-Englisch aussprechen. Und nun ja, gut. Heute kann ich nicht so viel erzählen, da ich heute wieder zwei Parts Eurotruck aufnehme. Ich denke, am Wochenende habe ich dann wieder meinen gewohnten Upload-Rhythmus drin, weil derzeit ist es bei mir ja so, dass ich leider keinen gewohnten Upload-Rhythmus drin habe. Wegen der Prüfungsstress musste sogar Auroras hier ja ausfallen. Und ja, gerade wollte ich eigentlich aufnehmen, aber dann hat Kuchen gesagt, komm, wir nehmen nochmal einen Minecraft auf, brauche ich auch nochmal. Ne? Und ja, macht natürlich mit dem nicht so viel Spaß wie Eurotruck aufnehmen, aber gut. Ne. So, ich habe jetzt auch noch Hunger am Abend. Letztes Mal, dass ich was gegessen habe, war ist etwas länger her. Also heute Morgen war es und jetzt ist 21.27 Uhr und ich nehme noch auf. Und ja, auch wenn ich morgen keine Prüfung schreibe oder keinen Vokabeltest oder was weiß ich immer, dann ja, trotzdem relativ im Prüfungsstress. Ich habe heute auch nur zwei Runden League of Legends gespielt. Eine habe ich hart verloren, einer erst hart verloren und dann noch hart gewonnen. Also da könnt ihr auch nicht sagen, dass ich heute privat viel gezockt habe. War heute wirklich fast nur im Aufnehmen und am Rendern und Hochladen. Weil ja, muss ja auch mal wieder was für das Geld tun, ne? Damit das hier in die Kassen fließt. Nun ja, gut. Ich denke, ich werde demnächst mal eine gewisse Person anfragen, ob sie mit mir vielleicht mal in Eurotruck oder in Minecraft dabei ist. Da weiß ich allerdings noch nicht, wofür ich sie mir holen will. Entweder für Minecraft oder für Eurotruck. Eurotruck wäre vielleicht von so her ganz sinnvoll, da ich ihr hier viel Fragen stellen könnte und Minecraft wäre so vielleicht ganz witzig, wenn man dort halt viel aufs Spiel eingehen kann, sich gemeinsam ein bisschen betteln kann. Ich denke allerdings, ich werde sie vielleicht in Eurotruck einladen, heißt deswegen erwähne ich das hier und nicht in Minecraft. Ihr könnt euch darauf, in Minecraft werde ich es auch erwähnen, aber hier erwähne ich es zuerst. Na, ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass demnächst vielleicht ein Gast kommt auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob er zusagt, ich habe ihn nämlich noch nicht gefragt, aber ich will es nur mal so anmerken und ja. Arrrr. So. Wollte ich mal machen. Ich mag das. Arrrr. Ich hab's derzeit voll mit dem R. Mit dem R-Rollen. Mit dem R-Rollen. Ich mach das ja mit der Zunge. Deshalb muss ich jetzt jeden Part erklären. So. Muss ich jetzt eigentlich sagen, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück. Zurück zu Eurotruck Simulator 2. Boah, das hört sich assi an. Eurotruck Simulator 2. Das war jetzt eigentlich ganz cool. Eurotruck Simulator 2. Hört sich ein bisschen Spanisch an. Na gut. Ich kann nicht im Dialekt reden. Generell kann ich keine Dialekte gut imitieren, außer meinen eigenen. Und den kann ich ja nicht imitieren, den habe ich ja. Allerdings versuche ich den in den Videos meistens abzulegen, weil mich persönlich stört es, wenn dann einen die ganze Zeit wat, dat oder sowas sagt. Na gut, das sage ich jetzt im echten Leben auch nicht, aber ich habe schon eigentlich, sag mal, etwas ruhrpöttischen Slang. Und der muss ja jetzt nicht sein, dass man hier in Let's Plays den ganzen Kram damit hat. Na gut, von der Wortwahl her vielleicht schon. Und nun ja, also oft versuche ich dann wirklich diesen Slang abzulegen, weil ja, mir gefällt es persönlich nicht, wenn ich einen Let's Player sehe, der jetzt einen wirklich krassen Dialekt drauf hat. Und dann den auch auslebt. Uiuiui. Jetzt sowas, ich sag mal hier, Österreicher oder so. Okay, gut. Ja, die sprechen dort halt anders. Die Sprache von denen ist ja eigentlich anders, aber wenn die Deutsch sprechen, dann klingt das halt etwas gebrochen. Bayern kann ich auch noch verstehen, ist ja in der Nähe von Österreich und Schweiz, die ja alle nicht so wirklich, ja, perfektes Deutsch sprechen. Und, ja. Also wenn ich da ich in Bayern geboren bin, könnte es daran liegen, aber wenn ich einen Bayern reden höre, dann verstehe ich auch eigentlich, was der sagt, auch wenn er etwas, ja, vielleicht noch so ein bisschen das R ein bisschen rollt,
Aber mit der Kehle so richtig schön so. Arr. Und arr macht der dann nicht wie ich arr. Aber ich finde arr ist viel geiler. Aber gut. Ich mache dann auch immer so, ich versuche diesen, kennt ihr Captain Hook? Und der hat hier immer so einen Haken. Und den mache ich dann mit dem Finger nach. Heißt, ich habe meine Faust und dann vorne dran den Zeigefinger wie so einen Haken formen. Dann mache ich arr. Jetzt könnt ihr ein Foto machen. Komm, das mache ich jetzt. Nee, ich habe keine Kamera hier. Schade. Gut. Ja. Genug der Sache. Das verstehe ich dann schon, so ein Bayern. Aber ich denke, wie gesagt, das könnte daran liegen, dass ich hier aus Bayern komme. Aber wenn er dann auch wirklich hier bayerisch redet, sag ich mal, dann verstehe ich auch nichts mehr. Sorry. Dann verstehe ich auch nichts mehr, aber... Ja, ich sag mal, so kleine Dialekt-Eingaben, sag ich mal schon. Dialekt-Rückfälle oder Slang-Rückfälle verstehe ich dann schon. Man hört zum Beispiel auch, wenn jemand Ausländer ist oder so, weil, ja, man ist halt verschieden, ne? Jede Sprache wird auf der Welt anders gesprochen. Ich meine, die habt ihr mal einen Inder englische reden hören. Mein Vater war dort, ne? Und das Einzige, was dem von den Indern in Erinnerung geblieben ist, er war dort arbeiten, ne? Also er hat dort einen Monat oder so Aushilfskraft geleitet, als Aushilfskraft gearbeitet. Und das Einzige, was er behalten hat, war so, yes, I can do this for you. Und dann immer dieses ganz schnelle yes, I can do this for you. So ganz, ganz komisch lustig ausgesprochen. Total, total lustig. Yes, I can do this for you. Halt diesen relativ asiatischen Slang dran. Noch. Und ja, finde ich ganz witzig. So, gut, dann kommen wir mal zu einem Thema, was ich schon oft angesprochen habe, hier aber nochmal explizit als Thema da gewünscht ist. Fahr zu. Ich warte jetzt so lange, bis er losfährt, weil wenn ich hier jetzt mich raus, meine Brühe fährt er wieder los und das kommt mir dann nicht zugute. Also ich mach Motor aus. Ey, soll ich den jetzt schieben oder was? Hallo? Das ist jetzt ein Schädeltrauma hier. Boah, Alter. Oh, guckt den euch mal an. Boah, ich glaube, der ist von der Mafia, oder? Boah, WTF. Boah, guck doch nicht so böse. Ich hab dir doch kaum was getan. Warum fliege ich jetzt ständig aus dem Fenster raus? Hallo? Du kannst jetzt mal bitte wieder losfahren. Das wäre ganz nett. Ja, toll. Die Ladung hat keinen Schaden, deswegen werde ich hier jetzt speichern. Speichern. Und dann laden. Nein. Ich drücke auf... Ich will laden und drücke auf Speichern. Okay, laden. Alter, jetzt wird's echt lächerlich hier. Spiel schon laden. Ja. Soll geladen werden. So, gut. Alter, jetzt wird's... Bitte mal. Jetzt halte ich mal hier bitte in Grenzen. So, der Opa hier vor uns sollte jetzt schön weg sein. Gut. Die Ladung hat keinen Schaden, das finde ich ist das Wichtigste. Und ja, gut, dann... Hier, Thema. Was, ein Thema, was ich schon sehr, sehr oft angesprochen habe, jedoch jetzt hier nochmal explizit als Thema steht, sonst war es hier immer nur so ein Thema und vielleicht auch mal ganz interessant zu hören für andere Leute. Es kommen ja täglich neue Zuschauer dazu. Und zwar, private Daten. Wie schützt du dich im Internet davor, dass keine persönlichen Daten von dir gesammelt werden? Zum Beispiel sind am bekanntesten Facebook und Google. Ja, ich gebe einfach nichts an. So, Thema abgehakt, nächstes. Nee, gut. Also, ja, wie gesagt, ich gebe wirklich nichts an, weil ich habe da richtig, richtig Angst vor, dass meine späteren Arbeitgeber da irgendwas sehen und dann sagen, ja, da haben sie hier aber mal ein Foto geteilt, wie sie mit ihrer Katze in einer relativ perversen Stellung schmusen. Und das finden wir nicht so toll, wenn Trisexuelle bei uns in der Arbeit arbeiten. Deswegen möchten wir sie nicht anstellen. Und außerdem haben wir gesehen, dass sie Videos haben auf YouTube. Und das wirkt unprofessionell und deswegen können wir sie leider nicht engagieren. Tut uns leid für ihre, ja, was weiß ich auch immer. Ich will nach Hamburg, Leute. Meine Fräse, nee. Alter.
Glaubst du doch nicht. Gut, dann fahren wir eben ob Zürich. Nee, es gibt zu wenig Geld. Muss ich jetzt ehrlich zu den scheiß Briten fahren? Okay, fahren wir nur zu den Briten. Asterix und Obelix bei den Briten. Chewie, unser Truck bei den Briten. Sodale. Ja. Also ich gebe wirklich gar nichts an. Ich habe keinen Google Plus Account, der so heißt wie ich. Ich habe keinen Facebook Account, der so heißt wie ich. Es gibt kein Bild über mich im Internet. Es gab mal eins, es wurde allerdings gelöscht. Es gibt keinerlei Informationen über mich. Meine Mutter findet man relativ gut, aber mich findet man nicht. Und ja, über mich findet man im Internet quasi gar nichts. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich, obwohl ich so aktiv im Internet bin, auf quasi jeder Seite einen Account habe, YouTube über 1000 Videos jetzt hochgeladen habe, sogar über 1010, ne 1100 meine ich, genau, 1111 Videos habe ich jetzt insgesamt hochgeladen. Das ist mein, dieses Video ist mein 1111. Video. Und ja. Also, dass ich öffentlich schalte, ich habe, das ist eigentlich mein 1112, aber derzeit mein 1111, dass ich öffentlich schalte. Weil ich habe da noch ein Referat irgendwo rumliegen und das finde ich nicht mehr. Referatsfilm, wisst ihr Bescheid, hatte ich mir auf YouTube hochgeladen als Backup. Falls ich den USB-Stick vergesse, können wir es wenigstens noch im Computerraum übers Internet gucken. Und nun ja, gut. Also, trotz dieser 1111 Videos bin ich sehr anonym im Internet geblieben. Da bin ich auch stolz drauf, weil oft kommen dann immer so Experten und meinen, nee, man kann im Internet nicht anonym bleiben. Irgendwo huschen immer ein paar Daten durch. Die einzigen, die wahrscheinlich wissen, ja, wo ich wohne, wie ich heiße, die wissen noch nicht mal, wie ich aussehe, aber ist auch egal. Komm, wir fahren da mal, sollen wir mal nach Bratislava fahren? Oder Lyon? Nee, zu den Franzmänner will ich nicht. Spanien, wir fahren hier nach Bratislava. Komm, machen wir einfach mal. Naja, die einzigen, die wissen, wie ich heiße und wo ich wohne, sind meine, ist mein Partnernetzwerk, TGN. Mehr wissen die aber auch nicht. Na gut, die können auch meine Telefonnummer wissen, aber die rufen hier eh nicht an. Das ist höchstens zur Kontrolle gedacht. Und ja. Gut, ich kuppel jetzt nur den Anhänger an, dann verabschiede mich auch. Ich weiß, der Part heute war sehr, sehr kurz, aber ich meine, ich habe hier noch Hunger und wisst ihr Bescheid, ne? So. Ich fahre jetzt hier nur nach vorne und dann würde ich mich über eine positive Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und dann sage ich mal, tschüss. Bis zum nächsten Part.